Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog und beantworte dir die folgende Frage mal ganz ehrlich. Was machst du, wenn du einen fetteren Bass haben willst? Die meisten von euch sagen wahrscheinlich, ich greife einfach zu einem Equalizer und drehe so bei 60, 80 Hertz richtig schön rein, dann wird der Bass so richtig fett. So weit, so schlecht, denn es passiert natürlich tatsächlich, dass dein Bass wird fetter, aber eben leider nicht auf allen Boxensystemen, sondern nur auf großen Boxen oder auf Boxensystemen mit einem fetten Subwoofer. Auf allen anderen Boxensystemen wirst du diese Änderung nahezu nicht hören. Also selbst auf Kopfhörern wird es schwierig, das zu hören. Was im Gegensatz dazu passiert ist, oder im Gegenteil dazu passiert ist, dass du unfassbar viel Low-End unten reinschiebst, also viel Energie, und je tiefer die Frequenzen, desto mehr Energie bringen die in den Mix rein. Problem ist, dass diese Energie nicht hörbar ist, aber auf der anderen Seite dein Mixbus-Kompressor zum Beispiel sehr stark ansteuern kann, was dazu führt, dass du insgesamt in der Lautheit deines Titels vielleicht nicht an andere Titel rankommst. Wenn du dich mal gefragt haben solltest, warum dein fetter Track irgendwie nicht in der Lautheit an die von anderen ranstinken kann, kann es daran liegen, dass du zu viel Low-End hast, also Sachen unter 60 Hertz oder unter 80 Hertz sogar. Das kann schon dafür sorgen, wenn du da zu viel reingedreht hast, um es einfach hörbar zu machen auf großen oder kleinen Boxen, dass du damit dann tatsächlich deinen Mixbus-Kompressor überforderst und deinen Mix nicht laut genug aussteuern kannst. Was also machen bei diesem Dilemma? Es gibt eine Methode, indem du dich einfach nicht auf den Frequenzbereich von 60 bis 80 Hertz konzentrierst, sondern etwas darüber. Wenn du da Frequenzbereiche darüber nimmst, und ich sage dir gleich, welche das genau sind, dann kannst du deinen Mix zum einen untenrum ein bisschen entlasten, zum zweiten aber trotzdem deinen Bass hörbar machen und auch dafür sorgen, dass er zumindest akustisch fetter wirkt, und zum dritten dafür sorgen, dass du auch zum Beispiel der Bassdrum nicht in die Quere kommst oder eben deinen Mixbus-Kompressor nicht überlastest. Denn untenrum soll ja auch die Bassdrum drücken mit ihren kleinen Impulsen, und wenn da der Bass auch vor sich hin wühlt, dann hast du natürlich die Schwierigkeiten, dass die beiden immer wie immer miteinander kämpfen. Gibt auch andere Tricks dafür, wie man das ausmägeln kann, aber dieser Trick, den ich dir heute zeige, der sorgt auf jeden Fall dafür, dass dein Bass gut zu hören ist und trotzdem der Bassdrum nicht in die Quere kommt. Gehen wir mal ins Beispiel rein und gucken wir mal einfach an, was hier passiert. Wenn ich diesen Mix hier anmache, also diesen Bass, machen wir mal genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir drehen jetzt einfach mal unten rum rein. Und wir machen mal, ich habe hier schon was vorbereitet, bei 60 Hertz drehen wir mal nicht 3 dB rein, sondern drehen wir mal richtig rein, 6 dB. Und achte mal darauf, wenn ich das gleich anmache, setz mal Kopfhörer auf oder hör mal die fette Anlage ab. Dreh sie ruhig auf, damit du auch wirklich hören kannst, was hier passiert. Ich mache mal aus und jetzt mache ich mal an. Und? Ist er fetter geworden? Nicht wirklich, nur marginal. Aber achte mal auf die Energie, die du hier gleich im Frequenzband siehst, die da reinkommt, wie hoch das untenrum aussteuert, wenn ich den tatsächlich aktiviere. Ich mache es nochmal von vorne. Also diese starken Aussteuerungen da untenrum, speziell bei 60, 50, 40 Hertz und so weiter, die sorgen dafür, dass dein Mixbus-Kompressor und auch dein Limiter am Ende des Tages so stark angesteuert werden, dass dein Mix einfach nicht lauter kann. Auch wenn du es gerne haben möchtest, die Tiefbass-Energie sorgt einfach dafür, dass dein Mix nicht laut genug wird. Also, wie gesagt, wir konzentrieren uns nicht auf diesen Bereich, da kann man leicht anheben, natürlich, wenn dir das gut gefällt. Wir konzentrieren uns einfach auf einen Bereich, der höher ist. Und zwar den Bereich zwischen 120 und 200 Hertz. In diesem Fall habe ich einfach mal stellvertretend 150 Hertz ausgewählt. Das musst du so ein bisschen von deinem Material abhängig machen, also ruhig mal reinhören, bisschen nach oben ziehen, die Frequenzbereiche zwischen 120 und 200 Hertz und mal suchen, welcher Frequenzbereich dir am besten gefällt bei deinem Zeug. Ich habe jetzt hier 150 Hertz ausgewählt und hör mal, was passiert, wenn ich das jetzt anmache. Also 150 Hertz, ne? Der Bass wirkt sofort fetter, obwohl ich eben nicht bei 60 Hertz angehoben habe, sondern eigentlich bei 150 Hertz. Und ich habe auch 3 dB angehoben. Wir können das ja mal ein bisschen übertreiben. Wir heben mal 6 dB an. Ich mache mal hier, ich stelle mal 6 dB an und mache das mal erst aus und dann wieder an. Hör mal. Und an. Eigentlich nicht der Bereich, wo du jetzt denken würdest, das klingt irgendwie fetter, wenn ich das im Mix mache. Aber wir machen das mal. Im Mix hören wir mal an. Und falls du meinst, der ist jetzt einfach nur lauter geworden. Ich habe hier unten die Auto-Gain-Funktion angemacht von dem Equalizer. Dieser Equalizer, der bei Studio One mitgeliefert wird, der hat eine Auto-Gain-Funktion. Das heißt, wenn ich irgendwo Frequenzbänder anhebe oder absenke und dadurch das Signal lauter oder leiser zu werden droht, dann wird das automatisch vom Auto-Gain aufgefangen. Das heißt, das Signal wird jetzt durch jegliche Änderungen, die ich im Equalizer mache, nicht lauter oder leiser, sondern wir hören nur die Änderungen, die sich im Signal selbst oder im Mix selbst ergibt. Das heißt, hier, also Lautstärke soll uns dieses Mal nicht vorgaukeln, lauter ist besser, sondern die wird hier ausgeglichen. Also hören wir mal rein, was passiert, wenn ich bei 150 Hertz anhebe im kompletten Mix. Musik.
Also der Bass scheint lauter zu werden, aber wie gesagt, mit der Auto-Gain-Funktion ist ja ganz klar sichergestellt, dass der Bass eben nicht lauter wird, nur weil ich jetzt 6 dB anhebe bei 150 Hertz. Nein, er ist besser hörbar geworden und es wirkt insgesamt ein bisschen fetter. Das heißt, der Bass ist jetzt einfach präsenter, obwohl ich ihn nicht lauter gemacht habe, sondern ihn nur eben nicht bei 60 Hertz, sondern bei 150 Hertz reingedreht habe. Wie gesagt, den Frequenzbereich musst du mal ausprobieren, was da bei dir am besten passt. Zwischen 120 und 200 Hertz, irgendwo in dem Bereich ist es auf jeden Fall. Da ist der Sweet Spot, wie man so schön sagt, von deinem Bass. Den musst du suchen und dann hebst du ihn an. Natürlich jetzt nicht um 6 dB, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Das ist natürlich jetzt nur zum Zeigen gewesen. Machen wir mal 3 dB. Das ist auch schon eine Menge. Mache ich nochmal aus und wir hören nochmal, wie das dann klingt. Wunderbar. Wenn du deinen Bass dann noch ein kleines bisschen besser auf Kleinboxensystemen hörbar machen willst, gehst du einfach nochmal in deinem Frequenzbereich mal 2, nochmal eine Stufe höher. Das heißt, in diesem Fall wäre das jetzt bei 300 Hertz und schaust einfach mal, dass du da auch noch ein kleines bisschen reindrehst. Dann kriegst du nämlich noch ein kleines bisschen mehr Präsenz vom Bass drin. Also jetzt nicht Präsenz im Sinne von Höhen, sondern einfach Präsenz von deinem Bass im Mix. Das heißt, bei 300 Hertz wäre jetzt hier in diesem Fall auch noch eine Anhebung fällig. Die können wir ja auch nochmal kurz anhören, was dann passiert. Also kreativer Umgang mit Frequenzen oberhalb des Tiefbassbereiches. Klar, der Bass ist jetzt ein kleines bisschen zu laut, man hat sich jetzt auch drauf eingehört und so weiter, aber trotzdem ist das passiert, was ich genau haben wollte. Der Bass ist besser wahrnehmbar geworden und setzt sich besser im Mix durch, indem ich einfach eben nicht im Tiefbassbereich reingeschoben habe, sondern bei 150 Hertz, also wie gesagt, irgendwo zwischen 120 und 200 Hertz und dann nochmal eine Oktave höher, also das Frequenzband, was du dann nimmst, nochmal mal 2 gerechnet und dann nochmal leicht angehoben. Damit kannst du deinen Bass im Mix auf jeden Fall präsenter machen und auch fetter machen, ohne dass du deinen Mixbus jetzt mit mega Tiefbass-Energie überlädst und deinen Song dann am Ende des Tages nicht laut genug machen kannst. Ich hoffe, der Trick hat dir gefallen und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!